Hast du Interesse an einem Lehrberuf rund um den Autotransporter? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir bilden junge Menschen zu verantwortungsbewussten Mitarbeitern aus. Nach einem erfolgreichen Lehrabschluss erwarten dich gute Aufstiegsmöglichkeiten in unserem Unternehmen. Wir bieten folgende Lehrberufe an: Metalltechnik, Fahrzeugbautechnik, Lackiertechnik, Betriebslogistikkaufmann, Kauffrau. In diesem Video wird dir der Lehrberuf Metalltechnik, Fahrzeugbautechnik vorgestellt. Entscheidest du dich für den Lehrberuf Metalltechnik, Fahrzeugbautechnik, solltest du ein ausgeprägtes mechanisches und technisches Verständnis mitbringen. Das enge Zusammenspiel aus Mechanik, Hydraulik, Pneumatik und Elektrik nimmt bei einem modernen Autotransporter immer mehr zu. Zu den Hauptaufgaben zählen die Herstellung von Rahmen, Fahrgestellen und Aufbauten von Nutzfahrzeugen, Spezialfahrzeugen und Anhängern sowie die Montage von Bauteilen und der Einbau von Zusatzeinrichtungen an den Fahrzeugen. Bringst du die Liebe zum Metall mit, hast du ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und macht dir genaues und sorgfältiges Arbeiten Spaß, dann ist die Lehre Metalltechnik, Fahrzeugbautechnik genau das Richtige für dich und eine wertvolle Investition in deine Zukunft. Wir hoffen, dass du nun einen kurzen Überblick von deinem zukünftigen Traumberuf erhalten hast. Wie geht es nun weiter? Du schickst uns deine schriftliche Bewerbung mit Angabe deines Berufswunsches, Lebenslauf und Zeugnisse. Du machst einen Aufnahmetest bei uns, wo Grundrechnungsarten, handwerkliches Geschick und logisches Denken geprüft werden. Nach unserer Entscheidungsfindung findet ein persönliches Gespräch statt. Es wird ein Termin für einen Schnuppertag vereinbart. Die ausgewählten Lehrlinge und ihre Eltern werden zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Jetzt geht's los. Der erste Arbeitstag bzw. der Lehrbeginn findet immer am 1. September statt. Bewirb dich jetzt und verstärke unser engagiertes Casebohrer-Team. Lehre bei Casebohrer taugt man. www.casebohrer.at